zum Zirkus. Schalte an, Manege frei. Ja, hallo. What are you doing? Alles gut. Hör auf zu heulen. Wow. Bills. Bitburger. Genau. Stopp. Wow. Wow. Alter, three of the kind. So, da oben. Genau. Das habe ich mir schon gedacht. Du, 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 my lady. Ah! Alter. Excuse me, Princess. So. We got it. Moment. So, power up. Oh, red coins. Red coin action. Whoa! Whoa! Okay. Das ging schnell. Nein! Ich wollte. Nein! Kamera! Wo bist du? Mann! Ich wollte den Gegner schlagen und Mario denkt sich, nö, ich grab jetzt Peach. Prinzessin Brief. Entschuldigung. Das kenne ich irgendwo, ja. So. Ey! Mann! Den grünen Stern. Fick dich, Keanu. Ich mach die ganze Arbeit und der sammelt mal wieder die ganzen Lorbeeren für sich ein. Ah, der Stempel! Ja. Der Stempel! So. Damit haben wir bisher jede Welt grünsterntechnisch zu 100% abgeschlossen. Ja, wir sind gut. Als nächstes kommt die Captain Toad Stage und dann das Bowser Level. Ach ja, Captain Toad. Diesem Spiel hat es zu verdanken, dass es sein eigenes Spiel bekommen hat. Hm? Gleich dreimal das gleiche. Einmal für Wii U, einmal für 3DS und einmal für Switch. Und jedes Mal 1% bessere Grafik. Ja. Keanu, Lust, eine Runde zu gamblen? Du entscheidest das. Boah, gerade sind die Lags heftig, ey. Spring gegen die Blöcke und reihe identische Bilder aneinander. Wenn du Glück hast, kannst du bis zu 777 Münzen erhalten. Ist ja fett. Pro 100 Münzen, die du einsammelst, erhältst du einen zusätzlichen Versuch. Sag bloß. Ich merke, sie sind großartig. Dagobert Duck wäre stolz auf uns. Hoffen wir mal, dass die Server, die Nintendo da bekommen soll, gut werden. Ja, hoffentlich. Und hoffentlich profitiert Splatoon 3 davon. Geil, ich bin schlau wie Schlumpf. Ist cool, dass man das auch zu zweit spielen kann. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Warum sollte man das nicht? Ja gut, gibt ja viele Toads hier bei Captain Toad. Und das Chinchilla trinkt. Ich muss kurz dazwischen gehen. Keanu, lies grad mal. Captain Toad, der furchtlose Jäger der grünen Sterne, bricht zu seinem ersten Abenteuer auf. Captain Toad, der furchtlose Jäger der grünen Sterne, bricht zu seinem ersten Abenteuer auf. Captain Toad, der furchtlose Jäger der grünen Sterne, bricht zu seinem ersten Abenteuer auf.
Captain Toad, der Furcht... Ah, es geht nicht weiter! Hilf ihm dabei, alle Hindernisse zu überwinden und alle 5 Grünsterne diesen Level einzusammeln. Wenn du das geschafft hast, gehören sie dir. Sag bloß. Bewege die Kamera dabei mit Hilfe des rechten Sticks, um die Umgebung aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen. Eins noch. Captain Toad kann nicht springen, also sei vorsichtig. Captain Toad kann nicht springen, er ist zu fett. So, ist das nur meine Kamera oder habe ich jetzt auch dein... Warte mal. Oh Gott, nee, jeder... Oh Gott, wir können beide lenken. Oh Gott, das wird das reinste Chaos. Das wird jetzt gleich lustig. Here we go. Da hinten. Okay. Oh ja. Wo stehe ich? Ach da. Oh, dreh jetzt bitte nicht die Kamera. Oh, Entschuldigung. Lass bitte, lass die jetzt bitte so. Lass mich den Rest hier machen. Ganz nein. Alleine. Oh, Mano. Alter, du hättest mich nämlich fast gekillt bei Alter, den Gegnern. Alter, beam me up, Scotty. Boah, Schlaubi-Schlumpf. Schlaubi-Schlumpf-Tod. Da will ich mir einfach mal so halb vom Stern verdeckt werden, so nach dem Motto, ja, das für Statist am Rande. Und was wir halt bei der Direkt gar nicht erwähnt hatten bei Splatoon 3, warum da alles kaputt ist, ja, das letzte Splatfest, Chaos hat gewonnen, also... Dann habe ich mir auch schon gedacht. Ich habe ja am Ende des der letzten Aufnahmesession von Splatoon 2 so schön gesagt, ja, lass uns dafür sorgen, dass Splatoon 3 richtig chaotisch wird. Und anscheinend haben wir dafür gesorgt, dass es so wird. Mhm. So, bereit, Bowser in den Arsch zu treten? Nein. Okay. Wir tun's trotzdem. Bowser gibt Gas. Er gibt Gas, er will Spaß. Frauchen mit dem Tierchen. Du wirst lachen, ich hab mir gerade irgendwie das gleiche gedacht. Alter Keanu, was für ein Teamwork. Kann man mal machen. Oh, halt! Eine Uhr! Yay! Immer so wagemutig, ich weiß. Okay. Smash it! Wie ich nicht hochkomme, weil du immer die scheiß Plattform höher machst. Soll vorkommen. Holy Macaroni. An die Zeit will ich noch, so viel Zeit muss sein. Zeit ist Geld. Toll. Keanu! Cool, und wieder haben wir alle 3 grünen Sterne. Läuft prima, Fox. Warum trägst du mich über die ganze Zeit? Ich will eigentlich rennen, aber Mario meint, ach, Prinzessin Brief ist einfach so cute. Ich muss sie mal tragen. Maserat, die fährt auf 210. Oh Gott. Der Bowser an seine fette Karre. Dann komm mal her. Wir zeigen dir gleich mal unsere Fußballkünste. Peng, voll in die Fresse. Bowser war offensichtlich bei Pimp My Ride. Mhm. Ich weiß noch damals, als ich das für die Wii U gezockt habe, dass ich bei dem Kampf, keine Ahnung warum, übelste Probleme hatte.
Das kann ich auch. Come on, Bowser. Oh. Fuck you. Sehr gut. Wir sind beide dumm. Wir sind beide großartig. Und tschüss. Finish it. Hat nämlich mal eine Furzwolke. Der Bane Ninja spielt Super Smash Bros. Ultimate. Das soll vorkommen. Also, dass das Spiel einem so wenig Zeit gibt, mal in die Box zu gehen. Ja, ja. Oh nein, die Fee. Bowser hat sich an The Legend of Zelda orientiert und sperrt Feen einfach mal in Flaschen ein. Er macht's wie Link. Ah! Uff. Oh yeah. Und das Ganze in einer halben Stunde. Ein Part, eine Welt. Haben wir das jetzt echt zu 100% durch? Die Welt, ja. Also nicht 100% im 100% Sinne, weil wir manche Stempel nicht haben. Aber im Stern-Sinne, ja. Warte mal. Wir können doch bestimmt gucken, wo wir einen Stempel übersehen haben. Ich habe aber ehrlich gesagt keine Lust, extra wegen den Stempeln zuzugehen. Mein Let's Play, meine Regeln. Ne, ich will mal gucken, wo wir einen Stempel übersehen haben. Da muss halt einfach nur Plus drücken. Und dann, ich glaube, einmal R. Oder auch nicht. Das kannst du anscheinend nur im Singleplayer dir ansehen. Ach, Minus war das, genau. Minus und dann R. Können wir nur warten. Minus und dann R. Ah ja, hier genau. Zwei Stempel fehlen uns. Welt 1 und Welt 4. Also Level 1 und Level 4. Das eine war ja bei der Plessy-Welt, da wissen wir das ja. Na gut, ich kann es ja so machen, dass ich das vielleicht, wie gesagt, in separaten Parts noch nachhole. Ja. So. Wie lange wollen wir eigentlich aufnehmen, Keanu? Das ist mir Jacke. Nicht Hose? Wir können diese Welt ja noch beenden und dann einen Cut setzen. Ja, könnten wir machen. Dann hast du auch nicht allzu viel zu schneiden. Ach, diese Scheißviecher. Picondors Wüstenruine. Ja, bei diesen Let's Play Togethers habe ich immer drei Sachen zu bearbeiten. Das Video an sich, also das Bildmaterial, meine Tonaufnahme und Keanus Tonaufnahme. Ist schon mal ordentlich. Ich glaube, ja, wir können das so nicht besiegen. Lass es lieber. Doch, kann man. Okay, ist ja gut. Der feine Herr hat ja mal wieder recht gehabt. Ja, scheiße, wenn ich das Spiel schon durchgespielt habe, ne? Lass mich in Ruhe, ich habe das Spiel seit Jahren nicht mehr gezockt. Jetzt hoch da. Ja, mit Katzenfähigkeit ist es einfacher. Was ist das denn ernst? Boah, ich versink hier voll. Toll, die Krone ist in Sand versunken. Ja, das habe ich jetzt in den Sand gesetzt. Kannst du mir mal kurz helfen, hier hochzukommen? Ja. Verdammt. Komm ich da hoch mit einem coolen Jump? Nö. Ach, da oben ist er. Ja, ich hab's geschafft. Cool. Ich bin so nice. Ja, dann rein in die Röhre. Ja, jetzt hätt's doch nicht so, Keanu. Meine Güte. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Guck mal, nur 286 Sekunden. Das ist nicht so viel. Pff, kriegen wir locker hin. Immer locker durch die Hose atmen.
Alter, ey, der Traum eines jeden YouTubers. Wow, das war cool. Au. Das war weniger cool. Meine. Wow. Wie hab ich den jetzt bitte schon erwischt? Ja. So, der ist kein Problem mehr. So, was hast du uns zu zeigen? War da oben links irgendwas? Also ganz links oben? Da vorne ist der Stempel. Wahrscheinlich. Kannst du noch ein bisschen weiter nach links oder bist du da am Amtsschlag? Noch ein bisschen höher? Das ist das Maximum. Okay. Ja, das Maximum. Ja. Okay. Run, baby, run, run, baby, run. Biene, pfui. Geil. Genau das Richtige. Boah. Voll auf den Schnabel. Nein! Oh, oh Gott. Oh. Ach, shit. Es hätte so perfekt sein können. Ja, komm mal her. Hilf mir mal. Genau. Du bist ein braver Vogel. Du bist ein dämlicher Vogel. Den hätte er auch noch kaputt machen können. Ja, da wäre jetzt bestimmt nichts drunter gewesen, was wichtig wäre. Vielleicht ein Power-Up. Oh, cool. Fuck. Das ist der Stempel. Toadie. Na, Captain Toad. Okay, jetzt müssen wir uns aber doch beeilen. Ja, ich habe ja gesagt, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Oh! Alter, das Spiel. Alter Peach! Mach da noch fast einen Abflug! Cool. Heilige Scheiße! Uff! Das sind solche Momente, die die Let's Plays einfach nur spaßig gestalten. Erst Brief hier mal abfliegt. Ja, klar. Noch nie was von Luftpost gehört? So, da haben wir eine neue Welt und da haben wir auch eine neue Welt. Ach, das ist die Schattenspielerwelt. Du kannst während deines Abenteuers Amiibo nutzen. Wenn du innerhalb eines Levels links drückst, gedrückt hältst und mit einem Amiibo den MLC-Kontaktpunkt deines Controllers berührst, passiert vielleicht etwas Überraschendes. Mehr dazu findest du im Menü unter Hilfe. Denk bitte daran, dass du keine Amiibo verwenden kannst, während du mit anderen Nintendo Switch-Konsolen kommunizierst. Schlecht. Also hör auf, mit anderen Nintendo-Konsolen zu reden. Aber ich mag meine Switch. Ach, magst du mich wirklich? Ja, natürlich mag ich dich. Ah, das finde ich aber schön. Ich kann dich aber nicht leiden. Was? Da kann ich voll nachvollziehen. Und trotzdem nimmst du hier mit mir auf. Guck, ich schenke dir sogar eine Katzenglocke. So, ihr hässlichen Fuzzis. Fuzzis, Fuzzis. Ich fass es nicht. Wow, beide gleichzeitig. Ah, wow! Jetzt weißt du mal, wie das ist. Nein! Oh, dieses Spiel! Nein! Ich wollte die Pflanze schlagen und... Ach, Mario war wieder so... Geil auf Prinzessin-Brief. Das ist ein Chaos. Kannst du die Glocke hier irgendwie kaputt machen oder was müssen wir hier machen?
So. Nein, nein, nein. Mario, what are you doing? Ich helf dir mal. Sterben. Ja, Mario, what are you doing? Ich bin verschwunden. Cool. Wow. Da unten. Yeah. Und wow. The fuck? Hi, Toby. So, wir machen. Okay, einfach. Oh, Endboss besiegt, Spiel vorbei. Papa! Ich werd hier weggequetscht. Komm, ich bin so gentlemanlike und warte sogar auf dich. Oder auch nicht. Das war die falsche Tür. Fuck. Yeah! Gentleman-like und warte auf dich. Oder auch nicht. Nom nom nom. Okay, okay. Du hast mich eindeutig besiegt. Wenn du allein spielst, kannst du nach unten drücken, um Schnappschüsse von deinen Abenteuern zu machen. Nö, kein Bock. Ich mach ein ganzes Video hier. Ich mach ein ganzes Let's Play-Projekt. Da brauche ich keine Fotos.